Sie ist das Highlight in der Traberszene, sportlich und stimmungstechnisch gleichermaßen. Die Rede ist von der Derbywoche in Mariendorf. Bis dahin sind zwar noch rund 2 Monate Zeit, doch auf dem Weg dahin gibt es 2 ganz besondere Rennen, die ersten Gradmesser bilden. Eins davon ist das Apple Toddington Rennen. Die letzten 6 von 8 Siegerpferden gewannen dann auch schließlich das Derby. Da kristallisiert sich schon raus die Spreu vom Weizen, sag ich mal, in diesen Rennen. Und da kann man schon, da laufen dann halt immer die Besten gegeneinander. Und da sieht man halt schon direkt im direkten Vergleich, wer stark genug und wer gut genug ist. Es ist aber nicht nur ein erster Leistungstest, sondern auch die erste von 3 sogenannten Kronen, die man gewinnen kann. So heißen die 3 großen Prüfungen für 3-jährige Pferde in der Trabsaison. Neben dem Apple Toddington Rennen kommen noch das Buddenbrock-Rennen und das Derby dazu. Der König des letzten Jahres war er hier, Arnold Mollema. Mit seinem Hengst Expo Express setzt er sich alle Kronen auf. Ja, das ist eine der größten Dinge. Letztes Jahr haben wir das gewonnen mit einem Vollbruder zu Flashback. Und dieses ist ein bisschen mehr Spade Drive, deshalb der kommt langsam besser ins Schwung. Hat schon sehen lassen, dass es zu den Besten gehört. Vor dem großen Hauptlauf sind erstmal die Stuten dran. Für sie steht der gleiche Klassiker bevor, allerdings dürfen da nur weibliche Pferde teilnehmen. Denn auch dieses Rennen richtig spannend. Zum Schluss setzt sich sogar ein Außenseitergespann durch. Rob de Flieger mit George's Love. Wer die beiden auf dem Zettel hatte, bekam für 10 Euro Einsatz gleich 56 zurück. Ich war ein bisschen überrascht, dass sie nicht genannt wird, war bei den ersten 4 Pferde, aber für mich, ich denke, wenn ich ein ordentliches Rennen bekomme, muss 1, 2, 3 muss möglich sein. Ja, und das hat geklappt heute. Und dann steht der Wettkampf des Tages an, das Apple Toddington Rennen. Der Name kommt übrigens von einem Rennpferd, das 1913 aus den USA importiert wurde und das deutsche Derby gewann. Zur damaligen Zeit setzte der Hengst neue Maßstäbe für die deutsche Traberzucht. Diese Pferde wollen nun also in die Hufe dieser Legende treten. Am besten legen Thorsten Tietz und Cash Hannover los. Sie setzen sich nach der ersten Kurve vor den Sieger des Vorjahres, Arnold Mollema, und drosseln dann geschickt das Tempo. Kein Vorbeikommen für den Niederländer dahinter. Diese Taktik geht bis zum Schluss auf. Tietz gewinnt mit seinem Hengst und ist damit der erste Berliner Sieger dieses Rennens seit 27 Jahren. Montag waren wir extra nochmal hier auf der Bahn und haben das Startautotraining geübt, dass er auch vom Start aus direkt weiß, dass es losgeht und dass er da die Führung eventuell ergattern kann. Und das ist uns dann mit der ersten Bogen gelungen und er hatte sehr gut trainiert und von daher waren wir sehr optimistisch und er hat es dann hinterher auch total souverän gelöst. Die erste Etappe auf dem Derbyweg gemeistert. Cash Hannover gewinnt das erste Krönchen und hat damit beste Chancen, dreifach Herrscher über die Konkurrenz zu werden. Als nächste große Herausforderung steht dann das Buddenbrock-Rennen an, natürlich auch bei uns zu sehen, genauso wie die Derbywoche.